Spieltag 28 in der Regionalliga West. Bestes Fußballwetter zur Begegnung zwischen dem SV Rödinghausen und dem KFC Uerdingen. Eine Mannschaft, die zwar unten drin steht in der Tabelle, zuletzt aber durchaus gute Ergebnisse in der Liga zeigte und hier auch in Rödinghausen punkten wollte. Es gab zunächst eine Schweigeminute, um Solidarität zu zeigen mit den Menschen in der Ukraine. Und dann wurde Fußball gespielt. Der SVR hier zunächst über Lee. Guter Ball raus zu Patrick Kurzen, der in der Mitte hier Macheta bedienen will. Ball kommt nochmal in Richtung des Tores. Situation noch nicht geklärt. Bravo Sanchez. Pass geht noch einmal raus. Das ist Patrick Koroba und der probiert es mal aus der Distanz. Gute Möglichkeit des SVR-Rechtsverteidigers Jovan Jovic allerdings. Ohne Schwierigkeit. Dann Patrick Kurzen. Es geht wieder über rechts. Patrick Kurzen, Koroba mit dem Ball hinein in den 16er. Der rutscht durch zu Macheta. Da ist Lee mit dem Ball raus zu Schaub. Vincent Schaub mit der Möglichkeit hier aus spitzem Winkel. Aber wieder einmal ist der Uerdinger Schlussmann hier zur Stelle, verhindert den Treffer des SVR. Es gibt einen Freistoß. Bravo Sanchez und Schaub stehen da zur Stelle. Bravo Sanchez bringt ihn vorher. Macheta, der ist mit dem Kopf dran. Gute Möglichkeit für den SVR, der hier immer mehr den Druck erhöht. Wir sehen es in der Wiederholung. Macheta mit dem Kopf. Allerdings kriegt er nicht genug Druck hinter diesen Ball. Dann eine Ecke für Rödinghausen. Der Ball segelt hinein. Zunächst abgewehrt noch. Und dann wird Schaub hier zu Fall gebracht im Strafraum. Und Schiedsrichter Francisco Lahora Kulian, der entscheidet auf Strafstoß nach dieser Aktion gegen Schaub. Der SVR letzte Woche ja noch etwas im Pech, möchte man fast sagen. Da kein Strafstoß zugesprochen bekommen gegen Oberhausen. Nun aber gibt es den Elfer. Lee, der tritt hier an. Songwon Lee und der Ball geht über das Tor. Schade. Gute Möglichkeit für den SVR Lee. Er ärgert sich natürlich, dass er den Ball hier nicht rein. Langer Ball dann von Uerdingen. Kopfball zurück zunächst von Schaub. Langer, das ist Julian Wolf. Julian Wolf, der zögert hier etwas lange und dann ist Uerdingen quasi durch. Uerdingen, der Ball geht nochmal rüber auf Schun Terada und der erzielt die Führung. 40. Spielminute, der SVR liegt zurück. So schnell kann es gehen im Fußball. Zunächst noch die Möglichkeit auf der anderen Seite per Strafstoß und dann ist hier Uerdingen zur Stelle. Macht die Führung vor der Halbzeitpause. Die Entstehung des Treffers hier noch einmal in der Wiederholung. Wirklich ärgerlich. Der Ball geht hier zunächst zur Nummer 37, zu Levani Kenya. Und der hat dann auch das Auge für seinen Teamkollegen, der im 5-Meter-Raum gut positioniert steht und den Ball nur noch über die Linie drücken muss. Dann Mittelfeld, Situation, Zweikampf zwischen Kenya und Wiemann. Und dann wird die Situation hier aber erstmal abgepfiffen. Und wir sehen hier, wird es durchaus spannend. Schaub liegt am Boden, Angelo Langer hier in einem kleinen Wortgefecht mit Levani Kenya. Und der Schiedsrichter der Partie stimmt sich mit seinen Assistenten ab und zeigt dann die rote Karte. Für Kenya ist die Partie damit beendet, frühzeitig. Der SVR also dann ab sofort in Überzahl. Das sollte hauptsächlich dann in der zweiten Halbzeit natürlich der Fall sein. Der SVR drückte also nun mit einem Mann mehr. Koroba mit dem Ball hier auf Macheta. Der Schuss kommt hier nicht durch. Koroba, Macheta bringt es nochmal rein. Da ist Kurzen. Situation noch nicht bereinigt. Koroba. Und dann Adrian Bravo Sanchez. Der versucht hier mal mit einem Schlenzer aus der zweiten Reihe. Kriegt den Ball aber nicht drückend genug in Richtung Tor. Koroba, der versucht es nochmal. Viele Aktionen nach vorne heute von ihm. Sanchez. Da ist Kaiser, der mittlerweile in die Partie gekommen ist. Patrick Kurzen mit der Flanke vorher. Ball findet hier keinen Abnehmer, aber auch noch nicht ganz geklärt die Situation. Uerdingen will kontern. Wiemann hat was dagegen. Niklas Wiemann. Da ist das Aluminium dazwischen. Richtig guter Versuch von Niklas Wiemann. Der traf ja schon im Hinspiel in Uerdingen zum Siegtreffer. Hier verhindert das Aluminium sein nächstes Tor gegen den KFC. Gerrit Kaiser im Zusammenspiel mit Macheta. Der Ball gut gespielt zu Angelo Langer. Der kommt aber nicht dazwischen. Jovan Jovic ist schneller. Noch ein Eckball für Rödinghausen. Sanchez bringt den Ball hinein. Der Ball kommt vor die Füße von Flottmann. Und dann der Nachschuss
von Yassin Ibrahim. Flottmann vielleicht selbst etwas überrascht, dass der Ball ihm da vor die Füße kommt. Der hätte von der Richtung passen können. Und Yassin Ibrahim mit dem Nachschuss dann am Tor vorbei. Rödinghausen wollte den Treffer. Natürlich, langer Ball in die Spitze. Macheta verpasst Ibrahim. Situation noch nicht ganz geklärt. Hamza Salman setzt sich hier gut durch. Salman immer noch am Ball mit dem Pass in den 16er hinein. Macheta mit dem Abschluss. Yassin Ibrahim. Und dann ist der Ball wieder in den Händen von Jovan Jovic. Der SVR versucht hier viel, schafft es am Ende aber nicht, gegen 10 Uerdinger das Tor zu machen, das so wichtige Tor, und verliert am Ende somit mit 1:0.